zeige mein Gesicht, weil ich eine generelle Impfempfehlung nicht mittragen kann. Aus meiner Erfahrung in meiner Ordination und im Alltag ist Covid-19 eine relativ wenig ansteckende, in der Regel harmlos verlaufende Viruserkrankung und rechtfertigt nicht den generellen Einsatz einer bedingt zugelassenen Impfung mit klarerweise noch wenig Daten. Ich kann derzeit zu dieser Impfung keine seriöse Risiko-Nutzen-Analyse anstellen und diese ist auch aufgrund der erst kurzen Beobachtungszeit generell gar nicht möglich. Weiters ist die Motivation der Bevölkerung, sich impfen zu lassen, zu hinterfragen. Stelle ich diese Frage in meiner Ordination, bekomme ich als Antwort, ich möchte mich impfen lassen, ich möchte mein Kind impfen lassen, um wieder frei zu sein, um reisen zu können, um den Maßnahmen zu entgehen. Ich bekomme nicht die Antwort, ich habe Sorge zu erkranken. Das Motiv für eine Impfung ist aber die Verhinderung einer schweren Viruserkrankung und ihres Komplikationsspektrums und nicht das Aufheben sozialer Restriktionen, die von Menschen aufgestellt wurden. Weiters vertrete ich die Ansicht, dass die 3G-Maßnahmen und die Maskenverordnungen aufgehoben werden sollten. Zu den 3Gs. Das erste G getestet, wir testen mit Schnelltests, die zum Testen an gesunden Menschen gar nicht zugelassen sind. Das zweite G, geimpft. Die Impfung kann aufgrund der derzeitigen Datenlage noch kein Kriterium sein. Das dritte G, genesen. Ob wer genesen ist oder nicht, unterliegt dem Datenschutz. Zu den Masken. Aus meiner Sicht gehören Masken in ein Spitalsetting oder maximal zur Betreuung erkrankter Personen. Sie gehören nicht in den normalen Alltag, in Schulen oder im normalen sozialen Kontakt. Danke.